Herzlich willkommen zur Fachtagung Katastrophenvorsorge. Ich bin Marie Helmschmidt und ich freue mich auf zwei spannende Tage mit euch. Und ihr habt sicherlich alle schon gemerkt, 2020 ist natürlich ein bisschen anderes Jahr als sonst. Und deswegen haben wir auch eine besondere Fachtagung für euch dieses Jahr. Wir sind nämlich zum ersten Mal digital. Heißt also, es gibt auch eine digitale Mischung aus Paneldiskussionen, Vorträgen, Workshops. Und ich denke, das wird auf jeden Fall richtig spannend. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann nutzt gerne unseren Hashtag FTKV für Fachtagung Katastrophenvorsorge. Und Netzwerken ist ein guter Stichpunkt, denn Netzwerken ist uns auch dieses Jahr ganz wichtig. Und wir können nicht persönlich zusammen sein, also haben wir für euch verschiedene virtuelle Möglichkeiten vorbereitet, wie ihr euch und wie wir uns austauschen können. So hat jetzt zum Beispiel jeder Programmpunkt einen eigenen Chat. Den findet ihr mal rechts neben dem Videostream in diesem blauen Feld. Und den sollt ihr unbedingt nutzen. Und damit ihr damit schon mal ein bisschen warm werdet, habe ich gleich zwei Fragen für euch. Und zwar, was erwartet ihr euch denn eigentlich von dieser Fachtagung und welche Themen interessieren euch besonders? Also schreibt schon mal fleißig. Und es gibt aber noch mehr Neues und dafür habe ich Stefan Scholz bei mir vom DRK. Hi. Hallo. Stefan. Hi. Sag mal, es gibt ja dieses Jahr auch zum ersten Mal ein Oberthema. Warum ist das so? Ja, das war ganz interessant. Wir hatten nach der letzten Fachtagung analysiert, wie denn die Erwartung der Teilnehmenden auch an die Fachtagung ist, was sie sich gegebenenfalls auch anders wünschen würden. Und da kam bei raus, naja, man könnte sich durchaus vorstellen, ein Oberthema zu haben. Gleichzeitig war aber auch der Wunsch, es möglichst breit zu halten. Also Katastrophenvorsorge an sich ist ja schon ein gutes Thema. Und da war von uns dann so die Frage, okay, jetzt sind wir in diesem Spannungsverhältnis, was machen wir denn eigentlich? Und da war dann unsere Überlegung, lass uns doch einfach den ersten Tag mit einem Oberthema besetzen. In diesem Jahr das Oberthema Frühwarnung. Und das hatten wir uns relativ zeitig eigentlich überlegt gehabt, so im Dezember, Januar, also noch vor Corona. Und da war eigentlich die Idee, sich mal anzuschauen, okay, wie läuft das eigentlich national, wie läuft das international, was bedeutet das in der Vorbereitung, aber vor allem auch, was heißt das eigentlich, um die Warnung auszulösen, wie erreiche ich dann die Menschen? Und das ist, glaube ich, international wie national ein super spannendes Thema. Also wenn ich beispielsweise eine Sirene höre, was mache ich dann eigentlich? Und genau, das diskutieren wir heute und morgen und schauen wir mal. Wir haben es gerade schon gesagt, zum ersten Mal digital. Wie lief denn die Umgestaltung zur virtuellen Fachtagung? Das war tatsächlich ein sehr aufregendes Abenteuer für uns. Ich glaube, im März, April haben wir uns entschieden, dass wir die Fachtagung dann tatsächlich virtuell durchführen. Und ich weiß noch genau, ich saß in meiner Küche und dachte mir dann, ja cool, dann moderiere ich die Fachtagung quasi aus meinem Zoom-Raum, aus der Küche heraus. Das wird ganz spaßig, aber je mehr man sich mit dem Thema auch beschäftigt, wie kann man denn so eine Präsenzveranstaltung auch virtuell durchführen, kommen immer mehr Fragen auf, die man dann so findet. Und da war wirklich eine sehr schöne Situation, weil alle Veranstalter, die auch solche Tagungen dann ins Virtuelle ummünzen mussten, hatten eigentlich die gleichen Fragen wie wir. Und es gab einen sehr offenen Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und da war für uns eigentlich so am besten auch der Austausch mit der Stiftung Bürgermut, die im März schon den Digital Social Summit virtuell umsetzen mussten. Und da haben wir wirklich eine sehr große Offenheit gehabt, über was für Herausforderungen gibt es, was funktioniert gut und wie kann man so eine Tagung dann auch virtuell umsetzen. Ich glaube, ohne die Kollegen wäre die Tagung heute und morgen auch nicht so gelaufen oder wird sie nicht so laufen, wie sie laufen wird. Das war einfach auch für uns nochmal ein sehr schönes Feedback auch, dass man da nicht alleine steht. Und da haben uns natürlich auch die Unterstützer der Fachtagung großartig mit unterstützt, inhaltlich, aber dann auch in den ganzen Ablaufpunkten. Und was für uns auch nochmal super wichtig war, war auch, als wir die Workshops ausgeschrieben und ausgewählt haben, sind wir ja noch davon ausgegangen, dass wir in der Präsenzform dabei sind. Und da haben die Workshop-Leiter, also die Workshops dann auch organisiert haben und jetzt durchführen, ganz klar auch gesagt, wir machen das mit euch, diese virtuelle Herausforderung. Wir gehen mit euch die Reise und schauen mal, wie es dann letztlich auch funktioniert. Und da hängt natürlich sehr, sehr viel auch von der Beteiligung der Teilnehmenden, der Zuschauenden auch ab. Und genau, wenn wir davon sprechen, in den vergangenen Jahren hatten wir so 150 Leute direkt vor uns sitzen. Das war ein sehr offener Austausch, sehr familiär, würde ich sogar fast schon sagen. Das ändert sich natürlich durch das virtuelle Format ein bisschen. Von daher eigentlich auch die Hoffnung, wir haben ein paar Interaktionsmöglichkeiten auch zur Verfügung, die natürlich nicht so sind, wie wenn ich in der Pause einen Kaffee mit meinem Kollegen trinken könnte. Aber von daher nochmal der herzliche Aufruf auch, nutzt die Social-Media-Kanäle, nutzt auch die Interaktionsmöglichkeiten. Und dann bin ich gespannt, wie die Fachtagung heute und morgen läuft und freue mich auch auf das Feedback. Ja, also nutzt zum Beispiel auch den Chat gerne, um uns Feedback zu geben. Und Stefan hat es gerade schon angesprochen, es gibt ja nicht nur den Chat, sondern es gibt noch andere coole Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel könnt ihr euch ein eigenes Profil im Teilnehmenden-Listing anlegen. Das findet ihr dann im Menü unter My Profile, setzt eigentlich nur ein Häkchen und müsst auch außer eurem Namen da nichts angeben, könnt aber noch mehr Sachen angeben und euch eben dann mit anderen Teilnehmenden dort vernetzen, austauschen, auch im internen Chat.
Dann haben wir noch eine andere neue Funktion dieses Jahr, den Face-to-Face-Button. Der ist in allen Hauptveranstaltungen unter dem Video zu sehen. Und da könnt ihr raufklicken und dann Live-Fragen an die Panelisten, an die Workshop-Leiter und Leiterinnen stellen. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine coole Möglichkeit, eben, wenn man schon nicht persönlich da sein kann, aber eben dann doch live teilzunehmen. Wenn ihr jetzt glaubt, oh Gott, ist das irgendwie schwierig, was muss ich da nochmal genau machen, könnt ihr alles auch nochmal nachlesen unter Technik FAQ, auch im Menü findet ihr das. Und dann ist die liebe Sabine Erke noch im internen Chat für euch da und beantwortet euch auch nochmal gerne Fragen. Und Stefan hat auch schon gerade gesagt, dieses Jahr ist die Veranstaltung, die Tagung auch wieder möglich durch die Unterstützer. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge, das Katastrophennetz und das Auswärtige Amt. Und mit denen wollen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen sprechen zu Beginn der Tagung. Hört ihr mich? Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hi. Okay. Hallo. Morgen. Ich begrüße als ersten Christoph John vom DRK. Christoph, warum organisiert das DRK denn die Fachtagung und was für Ziele werden verfolgt? Ja, wir haben uns ja 2015 gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt entschieden, diese Fachtagung sozusagen wiederzubeleben und vor allem fortzuentwickeln. Und von Anfang an hatten wir starke Unterstützer durch das DKKV und das CatNet. Und dann waren wir sehr froh, als auch noch das BBK dann später dazugekommen ist. Und ich glaube, jetzt nach diesen 5 Jahren können wir sagen, es ist die wichtigste Plattform für Katastrophenvorsorge in Deutschland, die wir haben. Und vor allem, und das ist die Besonderheit, und das ist vielleicht, was es für uns als Rotes Kreuz so wichtig macht, es bringt die nationale und internationale Dimension der Katastrophenvorsorge zusammen. Das ist natürlich für uns als Rotes Kreuz, wo wir national und international tätig sind, auch ein bisschen Eigennutz dabei. Aber wir sind auch wirklich überzeugt, dass der Austausch der Akteure immer wichtiger wird. Und ich glaube, Covid ist ja schon angesprochen, und das ist ein gutes Beispiel. Anfang des Jahres haben wir als Deutsches Rotes Kreuz unsere Kolleginnen und Kollegen des chinesischen Roten Kreuzes mit relativ viel persönlicher Schutzausstattung für medizinisches Personal in Wuhan unterstützt. Und wir haben aber gleichzeitig national die Menschen, die von der Bundesregierung Deutsche, die von der Bundesregierung aus Wuhan zurückgeholt wurden, die haben wir hier in der erforderlichen Isolation unterstützt. Also schon am Anfang war es zusammen. Wenn wir jetzt heute schauen, ja, ich glaube, national und international lässt sich nicht mehr trennen. Und wenn wir sozusagen auf die Pandemie und andere eskalierende Risiken, also ich meine, der Klimawandel findet ja nun auch noch statt, schauen, dann ist, glaube ich, der Fokus der Fachtagung in diesem Jahr mit Frühwarnungen und Bewältigungsmöglichkeiten extrem gut gewählt. Aber, und damit höre ich dann auch auf, mir persönlich ist noch ein Anliegen, dass wir dabei auch ganz besonders auf Möglichkeiten schauen, lokale Akteure und Strukturen zu stärken. Ich glaube, das ist einer der Punkte, der in der Pandemie sehr deutlich geworden ist durch diverse restriktive Maßnahmen. Lokale Akteure spielen eine Kernrolle. Danke. Danke, Christoph. Ja, dann gleich weiter an Herrn Köhler. Herr Köhler, für Sie ist es ja die erste Fachtagung Katastrophenvorsorge als neuer Referatsleiter im Auswärtigen Amt. Vielleicht können Sie uns schon erste Eindrücke mitgeben, was denn die Erwartung oder welche Bedeutung das Auswärtige Amt dieser Tagung auch beimisst. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Frage auch. Für uns im Auswärtigen Amt ist die humanitäre Katastrophenvorsorge ein essentieller Bestandteil der humanitären Hilfe. Die Fachtagung als jährliche Konferenz ist auch für uns natürlich ein ganz besonders wichtiges Forum, um uns mit unseren Partnern, unseren Prioritäten in der Katastrophenvorsorge zu reflektieren. Die Fachtagung bildet einen ganz hervorragenden Rahmen, um die nationale und die internationale Dimension der Katastrophenvorsorge zusammenzudenken und auch gemeinsam zu diskutieren. Das Auswärtige Amt finanziert die Fachtagung Katastrophenvorsorge mittlerweile seit sehr vielen Jahren und wir freuen uns über das große Interesse an dem Thema und die kontinuierlich steigenden Teilnehmerzahlen. Und auch von meiner Seite nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Organisationen für die Organisation der Fachtagung, die in diesem Jahr natürlich in besonderen Herausforderungen unterworfen ist, auch wenn sie gerade weil sie virtuell stattfindet. Das diesjährige Schwerpunktthema Frühwarnung bildet bekanntlich auch einen Schwerpunkt unserer Arbeit in der Abteilung S innerhalb des Auswärtigen Amtes. Und bei uns sind die Kollegen Macher Hinrichs und auch Herr Matthias Amling sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Risiken frühzeitig zu erkennen, zu antizipieren und entsprechend auf die möglichen Auswirkungen einer Gefahr zu reagieren, das ist
von ganz herausragender Bedeutung, auch nach unserer Auffassung, um Leid zu verhindern oder zu mildern. Ganz folgerichtig hat Deutschland deshalb das Thema Antizipation im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft zu einem Schwerpunktthema seines Vorsitzes in der entsprechenden Ratsarbeitsgruppe COHAFA, wo die humanitäre Hilfe diskutiert wird, gemacht und setzt sich auch im multilateralen Rahmen für eine verbesserte Vorbereitung auf den Katastrophenfall und auch funktionierende und lokal verankerte Krisenfrühwarnsysteme ein. Erste Projekte mit Bezug zu verbesserten Frühwarnsystemen gehen bis in die 80er Jahre zurück. Viele von Ihnen werden es wissen, damals bezogen auf Erdbeben in Peru. Seitdem hat sich die Katastrophenvorsorge professionalisiert und die Verfügbarkeit und die Genauigkeit von Daten wurde entscheidend verbessert. Heute ist die Debatte zur verbesserten Vorbereitung und zur Vorsorge im Fall von Katastrophen ganz allgegenwärtig. Die Fachtagung ist das zentrale nationale Austauschforum und soll dabei helfen, im nationalen wie im internationalen Kontext Synergien zu nutzen. Sie schafft den Raum für einen Austausch mit Expertinnen und Experten verschiedenster Disziplinen und Perspektiven. Wie wichtig ein solcher Austausch ist, zeigt nicht zuletzt im Zuge der jetzigen Pandemie, der Covid-19-Pandemie. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch sagen, dass sich heute zumindest 300 Expertinnen und Experten der Katastrophenvorsorge virtuell treffen können, verdeutlicht uns, dass nicht nur das Auswärtige Amt, sondern auch die anderen Teilnehmer und Organisatoren von der Relevanz dieser Tagung und auch von der Bedeutung des Themas und des gewählten Schwerpunktes überzeugt sind. Ich freue mich auf eine sehr konstruktive und erkenntnisreiche Diskussion in den nächsten beiden Tagen und wünsche den Teilnehmern viel Erfolg. Besten Dank. Vielen Dank. Ja, und wir begrüßen Daniel Lorenz, den Vorsitzenden vom Katastrophennetz. Daniel, das CatNet unterstützt die Tagung ja bereits seit 2016 und hat auch insbesondere das nationale Frühwarnpanel mitgestaltet. Worauf können wir uns denn am ersten Tag heute freuen? Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr die Fachtagung unterstützen konnten. Wir teilen als CatNet natürlich viele gemeinsame Ziele mit der Fachtagung und freuen uns ganz besonders, dass das DRK es geschafft hat, die Fachtagung dieses Jahr in ein virtuelles Format zu übersetzen und dabei noch ein sehr spannendes Programm zusammenzustellen. Der heutige Tag wird dabei wie folgt aussehen. Um 10.25 Uhr starten wir mit einem Panel When COVID-19 and Climate Change Collide. Teilnehmen werden dabei Michael Ryan, der Executive Director des Health Emergencies Programs der WHO, und Gerhard Adrian, Präsident der WMO und des DWD. Um 11.30 Uhr starten dann die parallelen Sessions und Workshops. Da wird es in diesem ersten Durchlauf dann um Wissensvermittlung in Katastrophenkontexten gehen, Anticipatory Humanitarian Action, International Cooperation in Wildfire Management sind da Themen, die dort angesprochen werden. In der Mittagspause wird es dann auch Programmpunkte geben wie Interviews, thematische Räume zum Austausch der Teilnehmenden. Und um 13.30 Uhr startet dann das nationale Panel, wo es um den Stand und künftige Entwicklung der Warnung in Deutschland gehen wird. Teilnehmerinnen werden hier sein Henrik Roggendorf, der Referatsleiter Warnung im BBK, Thomas Kratsch, Leiter der Abteilung Beratungs- und Warndienste beim DWD und Sandra Beermann, die Leiterin des WHO-Kollaborationszentrums beim RKI, die auch zuständig ist für die Corona-Warn-App. Das Ganze wird moderiert werden von Gesine Hofinger. Und um 14.30 Uhr starten dann wiederum, startet die zweite Runde der parallelen Workshops. Hier wird es um Lernen aus Krisen gehen. Das Grünbuch zur öffentlichen Sicherheit mit dem Themenfokus Pandemie und Klimawandel und Local Early Warning Systems in Development Cooperation wird auch noch ein Thema darstellen. Um 16.30 Uhr werden wir dann eine Keynote hören von Aaron Coughlin de Perez zum Thema Climate Change and Current Global Weather Extremes. Den Tag abschließen wird dann ein Missing Maps Mappathon des DRK. Also insgesamt ein äußerst spannender Tag, auf den ich mich sehr freue. Super, auf jeden Fall. Ja, dann auch ein herzliches Willkommen an Peter Laufe vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Peter, moin nach Bonn. Und als Bundesbehörde habt ihr natürlich noch mal einen ganz anderen Blick auf so eine Tagung wie die Netzwerke oder wie wir als DRK, als Hilfsorganisation. Was nehmt ihr denn von der Tagung mit? Ja, erstmal vielen Dank, Stefan. Was nehmen wir mit? Zum einen können wir alle, denke ich, von den Teilnehmenden lernen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben in der Katastrophenvorsorge. Und unterschiedlich betone ich auch ganz bewusst, weil die Fachtagung schafft es nämlich, Katastrophenvorsorge sehr breit zu besetzen. Und das finden wir sehr gut.
Gleichzeitig war der Austausch in der Vergangenheit aber auch sehr intensiv. Wenn ich an die Fachtagung im letzten Jahr denke, da gab es doch Diskussionen mit teilweise sehr kontroversen Standpunkten. Aber genau das ist das, was uns alle weiterbringt. Das ist das, was uns weiterhilft. Von daher sind wir froh, dass die Fachtagung heute unter auch erschwerten Bedingungen stattfinden kann, dass ihr das geschafft habt, das in den virtuellen Raum zu verschieben und wir uns hier eben austauschen können. Die Fachtagung bietet dem BBK aber natürlich auch die Möglichkeit, eigene Standpunkte oder eigene Ideen zur Diskussion zu stellen. Auch das ist ein Punkt, den wir natürlich sehr schätzen. Deswegen beteiligen wir uns gerne sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt an den beiden Konferenztagen. Vorbereitung schon gesagt, ihr wart ja in der Vorbereitung auch sehr stark involviert. Herzlichen Dank dafür auch nochmal. Aber vielleicht könntest du uns kurz mal durch das Programm für morgen führen, wo ihr ja auch sehr stark präsent seid. Ja, also der zweite Tag startet mit einer Bilanz der nationalen Kontaktstelle für das Sendai-Rahmenwerk. Es wird also Bilanz gezogen, 5 Jahre Sendai-Rahmenwerk und die Umsetzung des Sendai-Rahmenwerks in Deutschland. Die nationale Kontaktstelle koordiniert zurzeit die Erstellung einer Resilienzstrategie für Deutschland. Auch das wird Thema sein mit Sicherheit in dieser Bilanz. Frau Köxterlan und Frau Müller werden darüber morgen sprechen. Und das Thema ist natürlich auch für das BBK sehr, sehr interessant. An die Bilanz schließt sich dann an eine Podiumsdiskussion zum Katastrophenrisikomanagement im Libanon mit aktuellen Beiträgen auch zur Lage im Libanon und an der Podiumsdiskussion nehmen das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Deutsche Rote Kreuz und das Overseas Development Institute teil. Auch am zweiten Tag wird es Interviews und Workshops geben, genauso wie am ersten Tag. Insgesamt werden 3 Workshops parallel durchgeführt. Der erste Workshop befasst sich mit der Rolle des Bevölkerungsschutzes in der Pandemie. Die Pandemie ist natürlich eine Gesundheitslage, fordert aber auch den Bevölkerungsschutz insgesamt. Der zweite Workshop beleuchtet die Rolle der städtischen Regionen in der Katastrophenvorsorge. Auch das war schon ein Schwerpunkt vor Covid-19, vor der Covid-19-Pandemie. Aber wir alle haben das in den letzten Tagen auch mitbekommen, dass die Städte auch in der Covid-19-Pandemie eine tragende Rolle oder eine wichtige Rolle spielen. Und das wird eben jetzt auch in den letzten Tagen nochmal deutlich unterstrichen. Und der dritte Workshop behandelt die Themen kritische Infrastrukturen und Digitalisierung. Aus unserer Sicht, das Thema schutzkritischer Infrastrukturen ist ein Zukunftsthema und natürlich in Verbindung mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Zukunftsthema Digitalisierung, stellen sich auch für kritische Infrastrukturen ganz viele Fragen und auch für den Schutz kritischer Infrastrukturen ganz viele Fragen. Also 3 Workshops, die ganz aktuelle Themen aufgreifen, ganz interessante und wichtige Themen aufgreifen in der Katastrophenvorsorge. Und in der abschließenden Podiumsdiskussion wird dann die Frage gestellt, welche Lehren der Bevölkerungsschutz aus der Covid-19-Pandemie ziehen kann. Auch in dieser Podiumsdiskussion wird das Thema schutzkritischer Infrastrukturen wieder eine Rolle spielen. Also das Programm auch am zweiten Tag ist insgesamt ein sehr breit aufgestelltes Programm mit vielen wichtigen und aktuellen Themen. Und abschließend nochmal von unserer Seite, von BBK-Seite auch ganz herzlichen Dank an das DRK und an das Auswärtige Amt für die Ausrichtung dieser immer interessanten Fachtagung Katastrophenvorsorge. Herzlichen Dank, Peter. Und wir begrüßen Professor Dr. Stefan Pickel vom Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge. Das DKKV feiert ja dieses Jahr schon sein 30-jähriges Bestehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Aber was erwartet ihr euch denn von der Tagung? Ja, zunächst Dankeschön für die Glückwünsche und auch, dass wir dabei sein dürfen, sozusagen als Dinosaurier. Ich komme ja aus München. In München gibt es Karl Valentin und der sagte mal, eigentlich ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und in diesem Sinne kann ich mich eigentlich nur meinen Vorrednern anschließen, möchte es aber ganz kurz vielleicht doch Bezug nehmen auf Ihre Frage und auch die Möglichkeit, dass wir hier als DKKV Partner dieser renommierten Veranstaltung sind, auf Ihre Frage eingehen. Zum einen vielleicht zur Korrektur, das DKKV ist 30 Jahre alt. Es war früher stark national geprägt, dann auch im Namen mit Deutschland, Deutsches Komitee. Derzeit, denke ich, sind wir mehr auch international. Wir werden international wahrgenommen. Wir haben mit London, mit dem Risk Center dort gerade ein Special Issue herausgegeben
und haben auch ein Myanmar-Projekt im Bereich internationales Risikomanagement und arbeiten gerade am JRC im ISPRA mit der Europäischen Union an einem Risk Management Report zu Early Warning. Und da komme ich sozusagen jetzt zu Ihrer Frage und auch zur Tagung zurück. Man könnte sagen, zum Geburtstag, wenn man sich was wünschen dürfte, vielleicht sind die 2K bei DKKV derzeit im Geburtstagsjahr auch Kooperation und Kommunikation. Das ist uns wichtig, dass man im Bereich Early Warning nicht nur auf nationale und technische Möglichkeiten fokussiert, sondern dass es wichtig ist, und da schließe ich mich meinen Vorrednern an, wie kann ich verschiedene Disziplinen zusammenführen? Es ist heute nicht mehr möglich, sozusagen aus technischer Sicht mit rein einem Fokus aus der Medizin, aus der Physik, aus der Meteorologie eine Krise zu bewerkstelligen. Und das Zweite ist, und da schließe ich an unserem EU-Report zu Early Warning, und das ist, glaube ich, wichtig für diese Tagung, gerade im Hinblick auf Covid, aber auch auf den Klimaschutz. Es geht nur, wenn es gelingt, auch diese technischen interdisziplinären Möglichkeiten zu kommunizieren. Das heißt, einerseits an die Entscheidungsträger heranzubringen, an die Bevölkerung und auch zwischen diesen beiden zu vermitteln. Das ist sozusagen die aktuelle Aufgabe des DKKV. Das ist die Herausforderung des DKKV, vielleicht für die nächsten 3 oder 10 Jahre. Und das versprechen wir uns auch für die Tagung. Und da finde ich immer ganz toll, dass es hier in diesem internationalen Verbund möglich ist, diese Vielfalt anzugehen. Und da lernen wir viel, da nehmen wir viel mit und wollen auch unsere Expertise einbringen. Dafür danke ich Ihnen nochmal. Also vielen Dank an die Unterstützer. Ich glaube, wir können uns auf eine spannende Tagung mit wirklich vielen spannenden und tollen Inhalten freuen. Und wenn wir schon mal von alten, guten Bekannten sprechen, auch dieses Jahr wieder dabei ist der gute Sebastian Lörscher, der für uns das Graphic Recording machen wird. Wer es noch nicht kennt, er wird sozusagen die ganze Tagung künstlerisch begleiten und künstlerisch aufzeichnen. Und ich denke, da werden wir im Laufe des Tages auch immer mal wieder vorbeischauen. Wer zwischendurch schon mal gucken will, Sebastian wird die ganze Zeit auch im Livestream zu sehen sein. Das findet ihr dann über dem Chat, könnt ihr raufklicken und gucken, was der Sebastian den Tag über so treibt.